Ja, Herr Schumacher, Ihr Bild ist fertig, der Hausrat der Nation. Ein Jahr haben Sie daran gearbeitet. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, als der Werkprozess noch voll am Laufen war. Waren mir auch noch nicht alle weiteren Entwicklungen so klar. Ihnen glaube ich schon. Größtenteils. Aber ich war jetzt doch überrascht, als ich das fertige Bild gesehen habe, wie viele Elemente da noch dazugekommen sind, seit wir uns darüber unterhalten haben. Ich muss gestehen, ich habe auch nicht alle Elemente gleich ja, identifizieren können oder verstehen können. Aber bevor wir zu diesen einzelnen Motiven noch mal etwas näher kommen, bei so einem ersten Gesamteindruck will ich Ihnen mitteilen, den ich habe von dem Bild, von dem Triptychon, der sich natürlich auch ergibt, dadurch, dass er weiß, welche primäre Referenz es hat, dass Sie sich hier mit Zieglers Vier-Elemente-Triptychon auseinandersetzen. Dass die Vorlage war, die Sie vielfältig brechen. Und naja, gut, da fällt einem natürlich zuerstens mal auf die ganz andere Farbgebung, das ganz andere Farbklima, dass ihr Triptychon nicht in einem ja, künstlichen Raum mit Kachelboden und Himmel sich abspielt, sondern in einem Wald bei Nacht. Es ist dunkel, es ist düster, es ist zum Teil so düster, dass man sogar Schwierigkeiten hat, einzelne Motive auf den Bildtafeln zu erkennen. Und neben der Düsterkeit ist für mich vielleicht ein zweiter ganz wichtiger erster Eindruck die relativ leere Mitteltafel. Also wir haben an den Seitentafeln jeweils eine große Figur, einmal eine Frau, einmal ein Mann, jeweils auch mit einer klaren kunsthistorischen Referenz. Die Frauenfigur ist sehr angelehnt an die entsprechende auf der linken Tafel befindliche Frauenfigur auf dem Ziegler-Triptychon. Die Männerfigur rechts, da denkt man an die sieben Todsünden von Otto Dix, an die Figur des Neides. Und ja, normal bei einem Triptychon ist ja die Mitteltafel das Zentrum, wo am meisten sich abspielt. Und das wirkt eben bei Ihnen relativ leer. Da haben wir keine Figur, da haben wir einen zum Teil zerstörten Sockel, aber auf diesem Sockel sitzt eben niemand, steht niemand. Da ist einfach nur, ja, sind so Kartons fixiert, auf denen man dann zwar auch Figuren sieht, aber nur als Umrisszeichnungen, ganz leicht farblich nur angelegt alles. Also sehr zweidimensional, überhaupt nicht mit der Illusion einer Körperlichkeit, einer Räumlichkeit. Und vielleicht wäre das so eine erste Frage, die ich an Sie habe, warum diese Umdrehung eigentlich so der üblichen Logik eines Triptychons, also dass jetzt man das Gefühl hat, dass das, was zum so ein, das Geschehen ist, um das es hier geht, das findet auf den Seitentafeln statt und eben nicht in der Mitte. Na, ich denke, das ist auf zwei Ebenen aus meiner Perspektive schlüssig. Also zum einen, weil die Arbeit selber ja ein Kommentar ist zu dem, was die vermeintliche Hauptsache oder der Gegenstand ist, nämlich dieses Triptychon von Ziegler. Also werden sozusagen die Kommentarfiguren rechts und links sind präsenter als jetzt das, was im Original vielleicht dann eine besondere Präsenz haben soll. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, auch auf einer inhaltlichen Ebene, das, was Ziegler an Bedeutsamkeit vorspiegelt mit seinem Bild in diesem Zentrum, wird natürlich jetzt in meiner Version auf das reduziert, so wie ich es wahrnehme, halt eben als die Vorstellung von doch sehr oberflächlichen, leeren Idealen, wo eigentlich dahinter unmittelbar eigentlich gar nichts steckt. Also es wird eigentlich gar nicht über die Figuren wirklich was transportiert, sondern das ist in meiner Perspektive eine Illustration von ziemlich ja, festgelegten ideologischen und dann vielleicht nicht besonders stark reflektierten Vorstellungen. Also er bedient sich ja sozusagen im Repertoire überkommener Bildvorstellungen, um dann eine gewisse Ideologie zu illustrieren, die dann vielleicht so substanziell gar nicht ist. Und ich denke, das korrespondiert dann so mit meiner Anlage. Also sagen die vermeintlichen Ideale als bloße ja, Pappkameradinnen, wenn man genau hinschaut, weil man drei Frauen sehen kann, die sind schon auch wieder an
die Figuren auf Sieglers Triptychon daran erinnern, ähnlich sind, aber jetzt nicht identisch sind. Das sind die Posen aus dem Ziegler-Triptychon. Ja, aber nicht exakt. Also die Posen Nicht schon, aber exakt, so nein, wie sie die sind da angelehnt, ja, weil man Kopfhaltung sie exakt ja auch sind gar nicht anders. nachstellen kann. Ja, Also, ne, weil okay, die fallen ja einfach um dann. Wenn man so wirklich sitzen ja. wollen würde, wie in seinem Bild, dann würden die armen Figuren ja, die könnten ja gar nicht so sitzen, wie sie in seinem Bild sitzen. Also das kommt noch hinzu, das geht gar nicht. Genau. Und das haben sie dann korrigiert. Und aber die Referenz ist schon ganz klar hier, Ja. das Ziegler-Triptychon. Naja, Die es haben kommt jetzt auch eben noch. plötzlich, ja, die Köpfe sind so auf selber Höhe und sind auch dunkle Haare, sind nicht mehr blond. Sind ja schon so interessante Veränderungen gegenüber. Na, es ist auch ein bisschen so, ich meine, wenn man jetzt von Pappkameraden oder Pappfiguren spricht, dann ist natürlich auch so ein Akt des Wegräumens und Zusammenstellens dann damit enthalten, nicht? Also die werden sozusagen in die Ja. Mitte gestellt, weggestellt und der Kommentar kommt jetzt quasi sozusagen deutlich präsenter in dem Bild in den Vordergrund. Ja. Dann haben wir noch so andere Elemente, die vielleicht auch erstmal eher flach sind. Wir haben so einen Sticker auf der Mitteltafel links, wo man auch nicht weiß, ist der jetzt wirklich auf diesen Sockel geklebt oder ist das eine ganz andere Bildebene? Ist der so auf das Bild geklebt? Ja, es ist auch da eine Ja. doppelte Funktion. Also auch zum einen natürlich, dass das inhaltlich auch Bezug nimmt auf den Ziegler, weil halt eben das eine Skulptur von Kirchner ist, die in der entarteten Kunst halt eben mehr oder minder zeitgleich ja zu sehen war. Ja. Das ist sozusagen der inhaltliche Aspekt, wo dann natürlich auch ein ganz anderes Menschenbild dann in dieser Arbeit repräsentiert wird. Und der andere Aspekt, den haben Sie ja jetzt quasi schon adressiert, ist natürlich der gemalte Aufkleber. Der klebt natürlich sozusagen nicht auf den Gegenständen im Bildraum, sondern auf der Oberfläche des Bildes, das den Bildraum wiedergibt. Das ist sozusagen nochmal eine weitere Genau. Ebene, wo das gebrochen wird. Genau, um das andere also mal als Bild auch kenntlich zu machen. Genau. Also es ist kein Bild im Bild der Sticker, sondern ein Bild auf Bild dem auf dem Bild. Bild. Genau. Ja, könnte man sagen. Damit auch nicht weiter verwunderlich, dass da das Format sehr viel kleiner ist als jetzt das der Figuren im Bild. Das ist jetzt keine Bedeutungsperspektive, das eine weniger bedeutend als das andere, sondern aber ein Signal auch nochmal, um diese zwei Ebenen deutlicher voneinander Genau. zu unterscheiden. Und zugleich der Kirchner, ja, wenn man die Form eines Stickers gebracht ist, eigentlich auch in so eine zeitgenössische Form. Sticker gab es ja jetzt noch nicht in den 1930er Jahren. Das ist relativ neu, auch eher eine popkulturelle Form, womit Sie ja sagen wollen, sondern dieses Menschenbild, das für die Nazis entartete Kunst repräsentiert hat, hat halt doch eher noch überlebt oder hat eben heute halt auch so eine, ja, popkulturelle, emotional positiv besetzte Dimension, während das andere eben wirklich nur noch diese graue Pappe ist, die jetzt irgendwo im düsteren Wald ist, wo man schon zweimal hinschauen muss, um überhaupt noch erkennen zu können, was da eigentlich drauf ist. Was dann natürlich wieder fast eine optimistische Geschichtsdarstellung wäre, wenn wir es so deuten, wo man sich fragen kann, na, ist das noch der Aktualität eigentlich so Ja. angemessen? Wir haben einen gewaltigen Rechtsruck zu beobachten, Ja. national, aber auch international, wenn nicht sogar global. Und werden ja tagtäglich mit Nachrichten konfrontiert, wonach das, was wir vielleicht als endgültig überholte Ideale angesehen haben, eben offenbar für viele Menschen, gerade auch wieder für viele jüngere Menschen, doch wieder Attraktivität zu besitzen Ja, scheint. also In man dem kann Sinn scheint vielleicht. jetzt Ihr Triptychon keinen direkten Kommentar zur Gegenwart zu leisten. Nee, nicht Sehe ich unbedingt, das aber ich meine, falsch? wenn man das jetzt kurz schließt mit wirklich der aktuellen Situation, da kann man ja schon sehen, dass quasi jetzt, wenn ich jetzt den Sticker auf der einen Seite habe, der sozusagen als popkulturelle Referenz gesehen werden kann, dann kann man ja jetzt im Moment eher beobachten, dass mittels KI halt eben Bildvorstellungen à la Ziegler plötzlich wieder in den Vordergrund Ja. rücken und dann halt eben von dieser Seite bemüht werden. Das ist dann auch nochmal, glaube ich, ein deutlicher Unterschied, ne? Also auch, das ist eine ganz andere Ästhetik und das ist im Grunde genommen der dritte Aufguss dieser Ästhetik, wo Ziegler den zweiten Aufguss vielleicht macht und Ja. diesmal mittels ja, neuer technischer Möglichkeiten, aber inhaltlich, ästhetisch
bedient man sich da eigentlich aus dem gleichen Repertoire? Ja. Das finde ich interessant, dass Sie diese KI-Bilder ansprechen, die ja so fast zwangsläufig so einen Retro-Charakter haben, weil sie ja so gespeist sind aus dem Material, was bereits vorliegt und daraus neue Bilder machen. Interessant ist dann nur in dem Fall, auch welche ja, Bereiche der Geschichte der Bilder oder aus dem Pool der Bilder sie sich beziehen. Und da ist ja gerade in letzter Zeit viel diskutiert worden, wie insbesondere bei Midjourney man fast zwangsläufig ja, Bilder bekommt, die sich offensichtlich aus so einem auch Propaganda-Bildsprache oder Propaganda-Ästhetik beziehen, so sei es aus diesen völkischen Zusammenhängen, sei es auch aus Sektenzusammenhängen, die da jetzt merkwürdige neue Aktualität bekommen. Bleiben wir aber, vielleicht mal noch bei den anderen figürlichen Elementen auf ihrem Triptychon, also wenn wir mal die Mitteltafel besprechen. Da ist aber auch noch mal ein anderes figürliches Element und vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sofort zu sehen, nämlich gibt da ja mehrere Luftballons und auf einem dieser Luftballons sind dann auch noch mal so Frauentorsi aufgedruckt, auch das sehr grafisch. Geht es hier auch noch mal um ein spezifisches Frauenbild oder die Reduktion der Frau als Gebärmaschine, als Genau. so einem Mutterrolle oder wie kam dieses Motiv da auf den Naja, Luftballon? die ursprüngliche Idee, da hatten wir schon drüber gesprochen, das ist ja quasi das Körperideal oder das etwas merkwürdige Körperideal von Adolf Ziegler. Und da war ja schon frühzeitig die Idee mit den Luftballons, die quasi sozusagen diese vermeintlich perfekte Brustform, die er dort halbkugelig in dem Bild unterbringt, repräsentieren sollen, die da aus diesem Bruch auch sozusagen herausquellen. Das ist die eine Ebene. Und klar, dann muss ich überlegen, wie verhält sich das denn jetzt zu unseren Vorstellungen von idealen Körpern? Und Ziegler hat es gemalt, aber heute ist es halt eben ja mehr oder weniger wenig kontrovers, das dann halt eben auch mit dem Skalpell umzusetzen. Und das, was auf den Balance sich wiederfindet, im hinteren Teil, auch in dem mittleren Teil, das sind so Piktogramme, die für Schönheitsoperationen stehen, wo halt eben genau Ja. gezeigt wird, an den Stellen muss man reduzieren oder vergrößern, um dann einem bestimmten Bild zu entsprechen. Und das ist dann kombiniert halt eben auf der rechten Tafel einmal mit einer Wiedergabe aus dem Rassenkundebuch, wo wir letztes Mal auch schon mal gesprochen hatten, von Günther, wo sozusagen der nordische Idealtypus dargestellt wird. Und ja, ähnlich, aber natürlich auf einer etwas anderen Ebene, halt eine Zeichnung von Albrecht Dürer, der ja auch sozusagen idealen Körperformen zum Teil halt eben Ja. nachgeforscht hat. Und das bringe ich Ja. dann sozusagen zusammen. Es ist halt einfach eine Geschichte, das offensichtlich das immer bewegt hat, zu überlegen, wie sieht denn der ideale Körper aus? Und bei Ziegler ist es halt eben so, dass er für eine Ideologie steht, die versucht, das halt eben auch allen anderen wirklich gewaltsam aufzudrücken und alles andere auszumerzen. Ja. Und so kann man das in Beziehung setzen und dann überlegen, dass jetzt vielleicht dann in der Gegenwart Körperideale vielleicht sozusagen, dass dieser Zwang internalisiert ist und das ganz normal ist zu sagen, ich passe mich dem Ideal qua Schönheitsoperation an. Ja, also im Grunde gibt es ja einen Schnelldurchlauf durch die Geschichte von Körperbildern oder von Ideen der ja, Perfektionierung des Körpers, eben von Dürer bis zur heutigen Gesichts-OPs. Und da erscheint dann der Nationalsozialismus eben als eine Phase in dieser Geschichte, natürlich eine besonders aggressive Phase, weil es ja vor allem auch da klare Vorstellungen gab, was so die falschen Körper sind oder dass die falschen Rassen sind und mit den entsprechenden Vernichtungsimperativen, die daraus entsprungen sind. Aber sie würden da jetzt schon auch damit den nationalsozialistischen Körperkult einordnen in so eine lange Ja, also Geschichte. mir Und ist auch das in schon ein dem in Dürer als einen problematischen Vorläufer. ja, problematisch. Ich meine, bei ihm ist es eher so eine nüchterne Bestandsaufnahme von verschiedenen Körpertypen. Der versucht es halt eben zu mathematisieren. Also es geht jetzt in diese Richtung. Es hat jetzt
noch nicht so diesen Drang, ich muss jetzt alle auf ein Ideal trimmen, sondern die sind sehr unterschiedlich, die Körpertypen, die er da sozusagen quasi empirisch aufnimmt und versucht, das zu systematisieren. Aber es gehört natürlich mit zu dieser Geschichte dazu und führt dann halt eben zu solchen merkwürdigen Ideen wie rassekundlichen Unterricht, wo man versucht halt eben messend festzustellen, zu welcher Art von Rasse in Anführungsstrichen man gehört. Das ist also quasi nicht ein unmittelbarer Vorläufer, der in diese Richtung zielt, sondern es gehört einfach zu dieser Geschichte dazu, dass man halt eben immer schon nach Idealen gestrebt und versucht hat, sozusagen ideale Formen in der Wirklichkeit wiederzufinden. Und dann kann man sich damit abfinden, dass das nicht gegeben ist, oder man kann halt eben versuchen, das herzustellen. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Mir ist nur aufgefallen, dass in dem Katalog der Ausstellung in Arnheim mit entarteter Kunst, da ist eine Abbildung eines Raums aus der großen deutschen Kunstausstellung. Ich weiß nicht aus welchem Jahr, aber da ist mir aufgefallen, da ist ein Saal nur mit Aktdarstellungen. Also es ist fast schon quasi so ein kleines pornografisches Theater. Da kann man sehen, wie fixiert offensichtlich man zu der Zeit und bei diesen Ausstellungsvorhaben auf diesen Körper und Körperkult war. Also das ist wirklich sehr auffällig. Ein ganzer Raum nur mit Aktdarstellungen, das ist schon wirklich sehr auffällig. Das finde ich sehr schön, dass so bei Ihnen diese Luftballons am Boden liegen und der Boden auch zugleich Blut ist, also Blut und Boden, da spritzen ja immer wieder so Blutfontänen aus dem Boden raus, also wo sagen auch dieses Rassen- und Eugenik-Ideal der Nazis da nochmal so sehr eng alles zusammengebracht, diese Motive Blut, Boden und dann eben Körper und Fortpflanzung. Auch interessant, dass die Luftballons bei Ihnen jetzt alle so hautfarben sind, also klar, auch um diese Brustassoziation zu wecken, die Sie gerade schon angesprochen haben. Zugleich ergibt sich dadurch jetzt auf Ihrem Triptychon nochmal eine interessante, finde ich, formale Analogie, weil so grafische Elemente auf Haut haben wir dann ja auch auf der linken Seite, auf der linken Tafel, am Oberschenkel der Frau, da ist ja auch ein großes Tattoo. Auch das, glaube ich, eine kunsthistorische Referenz. Ich war mir nicht sicher, ist das Burgmeier oder was haben wir Das da? ist Burgmeier, genau. Das ist eine der vielen Darstellungen der Hure Babylon. Wie kommt die da drauf? Naja, ich meine, im Grunde genommen ist ja die Geschichte von Körperidealen oder was jetzt Frauenfiguren auszeichnet, das pendelt ja im Abendland immer zwischen diesen beiden Polen. Also sozusagen die idealisierende Überhöhung und dann im Nationalsozialismus dann die Mutterfigur und alles, was dem nicht entspricht, das ist dann ja eben das zwar auch reizvolle, aber auch offiziell verworfene. Und dafür steht dann dieses Bild. Und das ist natürlich dann jetzt gerade nicht das, was Ziegler mit seinen Figuren transportieren wollte, und deswegen ist das Tattoo so groß auf diesem Bein gelandet. Und ich finde es auch schön, dass es ein Tattoo ist, weil wahrscheinlich auch das dem Nazi-Frauenideal sehr widersprochen hätte, dass so ein Frauenkörper noch sekundär mit Zeichen besetzt wird. Das hätte schon wieder einer Idee von Reinheit wohl doch zu krass widersprochen, oder? Das widerspricht auf beiden Ebenen dem Reinheitsideal. Genau. Also inhaltlich und so von der Platzierung oder von der Art her ist das sagen, Konterkarierung des ursprünglichen Motivs. Jetzt haben wir schon sehr viele kunsthistorische Referenzen besprochen, sehr viele sagen, dieser eher grafischen Elemente, die auch in Ihrem Bild sind. Ich glaube, eine gibt es noch, die kann man aber wirklich sehr schwer nur erkennen, nämlich auf der Baumrinde, auch auf der linken Tafel rechts im Hintergrund. Da ist nochmal eine figürliche Darstellung zu sehen. Ich hätte es nicht erkannt, wenn Sie es mir nicht einen Hinweis gegeben hätten in Ihrer E-Mail. Das ist ein Motiv, das Sie diesmal jetzt von einem zeitgenössischen Künstler übernommen haben, von David Shrigley. Und dazu gibt es, wie immer bei Shrigley, auch noch einen kleinen Text, der fehlt jetzt hier auf der Baumrinde. Aber letztlich geht es in diesem Text eigentlich nochmal so ein Plädoyer für die Freiheit der Kunst oder dafür, dass ein Künstler eigentlich alles machen oder alles malen darf, was er malen möchte, ohne sich da irgendwelche Grenzen auferlegen zu müssen.
so eine Art Signatur, die Sie da eingebracht haben? Ist das auch jetzt auch Ihr Credo, das Sie Hm. da in den Baum geritzt haben? Ja, es geht vielleicht so ein bisschen über die Signatur hinaus, sondern wirft quasi auf beiden Ebenen die Frage auf, also was erlaubt ist oder was der Künstler zeigen oder nicht zeigen soll. Wenn man sich die Zeichnung von Trigley ansieht, auch im Original, der wirkt ja auch nicht sehr sympathisch, dieser Künstler. Also der wirkt in der Zeichnung eher unsympathisch. Und ich meine, damit konterkariert er diese Aussage dann ja quasi, ne, er als Künstler dann ein bisschen durch diese Figur, die sehr unsympathisch wirkt, ja auch wieder selbst und wirft einfach die Frage, glaube ich, auf. Das bleibt einfach im Raum stehen als Behauptung, und wirft die Frage auf, naja, ist das denn wirklich so? Kann und soll ich denn wirklich alles das malen und zeigen als Künstler und sozusagen in die Öffentlichkeit bringen, was mir gerade so einfällt? Oder muss ich nicht auch darüber nachdenken, ob das jetzt, wie es in der Öffentlichkeit wirkt und was ich damit eigentlich transportiere? Und das lässt diese Zeichnung von Shrigley so ein bisschen in der Schwebe durch diesen Widerspruch zwischen dem, was da steht und wie es formal gestaltet ist. Und diesen schwebenden Widerspruch, den wollte ich eigentlich so quasi in das Bild mit inkorporieren, weil das für meinen Fall und mein Verhältnis dann zu dem, wie ich beurteile, was Ziegler gemacht hat, eigentlich da auch dafür steht. Also natürlich kann man rein formal sagen, zu allen Zeiten kann ich auf die Leinwand bringen, was ich möchte. Aber ich bin trotzdem immer Teil einer Öffentlichkeit. Also ich mache auch derjenige, der sagt, ich mache das nur für mich. Da lügt man sich ja quasi als Künstler in die Tasche. Man macht das ja nicht für sich. Man ist der erste Rezipient und ist damit auch Stellvertreter für alle möglichen anderen Rezipienten. Und insofern macht man es niemals nur für sich und dann ist man quasi schon in der Öffentlichkeit und muss sich überlegen, muss ich das so machen? Kann ich das so machen? Ist das sinnvoll? Ist das notwendig? Ist das interessant? Also all die Fragen muss ich mir ja trotzdem stellen. Und das wird so ein bisschen mit dieser Einritzung in die Baumrinde in das Bild eingenommen. Diese Und ja, auch Fragestellung. weil die Frage ist, ist das gefährlich, wenn ich da alles Beliebige mache? Deshalb könnte man sagen, Schickli zeigt diesen Künstler auch ein bisschen als einen Bösewicht, als Ja, jemand, er der wirkt ein sich bisschen sinister. erstmal nicht sinister, genau, der sich erstmal auch nicht kümmert um sagen, die allgemeinen Geschmacks- oder Moralvorstellungen. Und das wird ja auch wieder ganz gut passen, wenn Sie hier, wie wir es besprochen haben, auch so nochmal die Geschichte sondern der Eugenik eigentlich wiedergeben. Also der Idee jetzt, wie kriegen wir möglichst schöne, perfekte Körper? Das war lange Zeit auch eine primäre Aufgabe, gerade der Kunst, da diese Ideale zu entwickeln und vielleicht mit den eigenen Bildwerken auch dazu beizutragen, dass man diesen Idealen der Realität näher kommt. Also sondern diese gesellschaftsformatierende oder gesellschaftsumformende Funktion hat man der Kunst immer wieder, gerade auch in der Renaissance und in den Jahrhunderten drauf zugesprochen. Das war jetzt keine genuin neue Idee der Nazis. Und jemand wie Ziegler hat sich hier sicher auch in so einer Rolle gesehen oder hat seine Bilder auch so als Dienst am Volkskörper gesehen. Und allein, indem man das jahrhundertelang der Kunst eine solche Rolle zugetraut oder zugemutet hat, ja, ist das ja schon auch ernst zu nehmen. Und stellt sich ja wirklich die Frage, ob Bilder hier eine große Macht haben und auch eben eine gefährliche Macht haben. Und ob Sie jetzt Ihre Rolle aber vielleicht gerade darin sehen, als Künstler diese Rolle auch ja zu stören, zu hinterfragen, eben zu ersetzen durch andere Rollen, dass Sie eben jetzt nicht Bilder schaffen wollen, die so wirkstark, so immersiv sind, dass sie irgendwas prägen können, sondern dass Sie eher Bilder schaffen wollen, die wie eine, ja, als Störung wirken, als Pause wirken, als Innehalten, als Chance einer Reflexion. Also ich würde meine Tätigkeit dann doch eher als analytisch und geradezu zersetzend Ja, ansehen, genau. und die Dinge auseinanderzunehmen, die es gibt, und damit vielleicht dann irgendwie einen neuen freien Blick zu ermöglichen, indem ich die Sachen, die jetzt quasi in dem Bild also auch dann zusammengebracht werden, die ermöglichen einem dann ja, diese Dinge sozusagen im Nachvollzug zu durchdenken und dann eine Position dazu zu entwickeln. Das ist ja nicht so. So nehme ich das jedenfalls nicht wahr, dass da jetzt eine bestimmte Lesart oder endgültige Aussage festgelegt wird, ne? Sondern mein Ansatz ist, glaube ich, immer eher so analytisch. Ja, gibt ja diesen
schöne Theorie von Lambert Wiesing, dass Bilder Partizipationspausen sind. Also wenn wir auf ein Bild blicken, sind wir so für den Moment so erlöst davon, so in der Welt zu sein und auf alles reagieren zu müssen. Also wir können auf das reagieren, was wir auf einem Bild sehen, aber wir müssen sehen, darauf reagieren und in gewisser Weise auf vieles können wir auch gar nicht reagieren, weil es immer ein Bild ist. Und das, was manchmal das Defizit von Bildern beschreiben würden, wird hier von Wiesing eigentlich zu ihrer positiven Eigenschaft erklärt. Und daraus wird eigentlich schon abgeleitet, auch die Vorstellung, dass Bilder etwas sind, was uns in die Lage versetzt, auf Distanz zu gehen. Und gerade wenn wir Dinge halt auf Bildern sehen, die uns aus unserem Alltag bekannt sind, die uns da bedrängen, umgeben, denen wir nicht entkommen können, ist es wunderschön, wenn wir diese selben Dinge auch mal auf einem Bild sehen, weil da können wir uns dann eben in Distanz dazu bringen und haben diese Partizipationspause, wie er das nennt. Könnte mir vorstellen, dass Sie mit einer solchen Bildtheorie durchaus sympathisieren. Ja, also ich meine, das ist ja ganz interessant, dass das auf der einen Seite wird jetzt hier als Partizipation bezeichnet und gleichzeitig traditionell könnte man das ja durchaus mit dem interesselosen Wohlgefallen verbinden, Ja. was ja erstmal wie ein Widerspruch klingt, aber es ist halt eben eine Teilnahme auf einer anderen Ebene, in der Distanz, die dann natürlich auch ermöglicht, zu den Phänomenen eine andere Haltung einzunehmen, als wenn man direkt involviert ist. Ja. Ich glaube aber, bei Ihnen geht es nicht nur darum, um dieses distanzierend analytisch-reflexive Verhältnis, sondern geht schon auch darum, ja, dass man mehr davon hat, wenn man auch ein bisschen mehr Bildung schon mitbringt. Wir haben jetzt schon die ganzen Referenzen von Burgmeier bis Strictly angesprochen. Wenn man die jetzt alle nicht erkennen würde, dann ist es ja doch eher nur ein Rätselbild und man bleibt wahrscheinlich unbefriedigt beim Versuch des Reflektierens. Das bringt mich so auf die Frage nochmal, wer ist für Sie so die ideale Betrachterin, der ideale Betrachter eigentlich? Gibt es so da diese ideale Figur oder wie gehen Sie da, wie sehr bedenken Sie sorgen auch schon die Voraussetzungen des Rezipienten oder der Rezipienten mit? Sehr schwierig, also sich quasi einen idealen Betrachter oder Betrachterin vorzustellen in einer Situation, wo ein Publikum ja unglaublich divers sein kann. Also da kann mich nicht sozusagen auf Ja. eine Figur konzentrieren und sagen, auf die hin muss ich jetzt sozusagen meine Arbeiten konzipieren. Ich muss damit rechnen, dass vieles auf den ersten Blick erstmal nicht erkannt werden kann. Das Einzige, was ich vielleicht gerne voraussetzen wollen würde, wäre die Bereitschaft, dann sozusagen dem nachzugehen, was man sieht, und zu versuchen herauszufinden, was da jetzt zu erkennen ist. Und da verschließe ich mich auch nie. Also da würde ich auch nicht sagen, nee, das sage ich jetzt nicht, wenn ich danach gefragt werde. Ja. Aber ich habe natürlich jetzt nicht irgendwie die letzten Jahrzehnte immer Beipackzettel dazu getan. Das jetzt natürlich Ja. auch nicht. Aber in den Situationen, in Ausstellungen, wo danach gefragt wird, dann äußere ich mich auch dazu. Oder es gibt natürlich auch begleitende Texte und dergleichen. Und wenn man sich da näher mit beschäftigt, dann kann man da auch Dinge finden. Es ist halt so, dass Bilder sind jetzt nicht weniger komplex als andere Kunstformen. Und wenn man sie gänzlich genießen will, dann muss man sich halt eben auch in dieser Art und Weise darauf einlassen. Also es geht ja nicht, dass man sagt, ja, weil jetzt nicht jeder alles erkennen kann, muss ich das alles rauslassen, dann bleibt halt wenig übrig. Dann bin ich halt eben bei einer sehr oberflächlichen Bildkultur und dazu muss ich ja nicht unbedingt beitragen. Ja, andererseits könnte man natürlich sagen oder jetzt so die kritische Frage stellen angesichts des von uns schon angesprochenen gewaltigen Rechtsrucks, den wir gerade erleben. Wäre es jetzt nicht die Aufgabe der Kunst hier, Sorgen, Bilder zu schaffen, die versuchen vielleicht diesen Rechtsruck aufzuhalten oder da, was dagegen zu setzen, die also eher eine aktivistische Form haben, die Sorgen Figuren haben, die mit denen man sich identifizieren kann, weil man es gerade so, die kämpfen hier gegen etwas, gegen das man auch kämpfen möchte. Also wie weit kommt man mit so einem distanziert reflexiven, bildungssatten Bildprogramm in Zeiten wie heute?
Ja, aber was ist die Alternative? Wenn ich dann quasi Bildformate wähle, die ähnlich laut und plakativ sind, dann ist das wie zwei Personen, die sich schreiend gegenüberstehen. Das ist auch nicht unbedingt die Keimzelle der Verständigung. Ja. Ne, die Frage ist halt Also wir eben, sagen, ja. wie groß ist die Bereitschaft halt eben, jetzt jedes Einzelnen sich auf sowas einzulassen. Und wenn ich jetzt mir überlege, da ist jetzt jemand, der in seiner Meinung sehr festgelegt ist und da auch nichts drauf kommen lassen will, dann werde ich den wahrscheinlich auch mit einem Gegenbild auf gleicher Ebene auch nicht überzeugen. Der wird ja wahrscheinlich eher bestärkt sein. Insofern Ja, wüsste das ich ist jetzt immer nicht, das also ich wüsste auch Problem. nicht, was ich Ja. formal machen sollte. Also was jetzt sozusagen, dass der formale bildnerische Gegenentwurf wäre, Ja. wüsste ich jetzt nicht. Also es ist immer die Gefahr, die aktivistischer oder so identifikatorischer Kunst, dass sie natürlich immer diejenigen auch erreichen kann, die ohnehin schon dieselbe Genau. Meinung haben, denen vielleicht nochmal mehr Überzeugung und mehr Motivation geben kann. Aber letztlich führt es dazu, dass nur noch lauter geschrien wird. Das ist richtig. Und da versuchen sie jetzt, sagen, eher moderierend zu wirken, sagen auch weil erstmal so eine gewisse Irritation zu schaffen. Viele würden bald auf den ersten Blick sagen, ach, das könnte ja auch eine rechte Malerei sein, so dieser Naturalismus, dieses sehr Gegenständliche, dieses Betonung des Handwerklichen. Also so offenkundig ist ja vielleicht die politische Haltung gar nicht, die ihre Arbeit zugrunde liegt auf den allerersten Blick. Klar sieht man dann, da sind die Sockel zerstört, da kriegt man schon auch schnell Misstrauen, ob das jetzt wirklich ein rechtes Bildprogramm sein kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass es erstmal von der Ästhetik, von ihrem Stil her durchaus auch anschlussfähig ist an Stilvorlieben eher konservativ-rechter Milieus. Oder wie ist da auch so Ihre Erfahrung beim Ausstellen oder im Umgang mit Ihren Bildern bei einem breiteren Publikum? Ja, also das ist natürlich die Schwierigkeit jetzt dieser Art von Malerei, die ich da betreibe, dass die so eher so rezipiert wird, wie Sie es jetzt angesprochen haben. Aber das ist ja nun mal das, was ich mache. Und Ja, und ich ich finde muss es ja halt bald keine eben. Schwierigkeit. Das ist ja bald auch gerade so ein bisschen ein Lockvogelprinzip. Also, dass sie nicht auf den ersten Vielleicht. Blick schon die Leute, die eigentlich ihnen politisch sehr fremd sind, die nicht gleich verschrecken und in ihre Ecke treiben, sondern erstmal herholen und sie dazu bringen, sich auseinanderzusetzen. Vielleicht ja dann in der Hoffnung, dass sie dann im zweiten und dritten Schritt, wenn sie sich wirklich drauf einlassen, auch merken, dass sie doch kein Gesinnungskumpan sind, sondern was ganz anderes eigentlich bezwecken, ihren Bildern. Ja, wobei man natürlich auch insgesamt einfach sehen muss, also Politik wird dann auch nicht primär in Ausstellungshäusern gemacht, sondern sie reflektiert das halt eben, reflektieren das. Ne? Also Ja. ich glaube nicht, dass auch aktivistische Kunst sollte sich jetzt nicht der Illusion hergeben, dass sie wirklich im politischen Diskurs alleine sehr viel bewegen, sondern sie sind halt eben Ja. reflektierende Phänomene und bestärken vielleicht manche Dinge, stoßen, wenn es ganz prominent wird, vielleicht auch Diskussionen an, aber das ist jetzt nicht die hauptsächliche Arena, wo politische Diskussionen ausgetragen werden, sondern die werden in der Kunst reflektiert und zwar für ein Publikum, das dann halt eben auch bereit und in der Lage ist, das auf der Ebene zu reflektieren. Also wir Ja. machen ja jetzt als bildende Künstler in der Regel auch nicht Mainstream und erreichen unglaublich viele Menschen, sondern halt eben auch immer nur begrenzte Anzahl von Menschen. Ja, nee, klar. Wenn wir schon jetzt drüber reden, über die Rezeption, gut, für dieses Triptychon gibt es im Moment jetzt noch keine öffentliche Rezeption, ist ja ganz neu, gerade fertig geworden. Aber ich glaube, der erste Ausstellungsort steht bereits fest. Genau, ja, das wird dann in Kiel sein, ab dem 15. März, in der Malereiausstellung. Ein Bild von vielen und ja, wird interessant sein, wie sich das da in diesem Kontext dann einfügt oder schlagen wird und wie es aufgenommen wird. Bin ich selber sehr gespannt. Ja. Wahrscheinlich wäre es noch schöner für Sie, wenn es im Rahmen einer größeren Einzelausstellung wäre, wo noch andere Ja. Arbeiten von Ihnen, gerade Ihre politischen Arbeiten, Ja. gleichzeitig ausgestellt werden, so, wo man dann auch noch mal besser verstehen kann, vielleicht so Ihren Ansatz des einer, wie es mal schön gesagt wurde, einer dekonstruktiven, allegorischen Malerei zu Ja, es gehört ja studieren. eine Serie auch. Also insofern wäre es Genau. natürlich dann schön, dann diese Serie dann nochmal in Vollständigkeit irgendwann zeigen zu können.
Ja, ist die Serie jetzt abgeschlossen für Sie oder geht es noch Ein, zwei weiter? Arbeiten, so ein, zwei Arbeiten dieser München-Leuchtet-Teilserie stehen noch an, aber es sind kleinere Arbeiten. Also das war jetzt auch der Das größte Brocken Hauptstück. letztendlich. Ja. Aber sonst ist hier mehr oder weniger abgeschlossen. Ja.